krank, auch einer von unserer Segeltruppe. Bin ich jetzt auf dem Weg, ein paar Pilze zusammen. Wir sind auf dem Weg zu einer Wiese, wo Parasolen wachsen. Und da bin ich ja gespannt. Er wird mir alles Mögliche erklären, weil er nahezu ein Pilzexperte ist. Und hier hat er gerade einen. Und den darfst du mal pflücken eben, Frank. Also wie gesagt, hier auf unserem Campingplatz sind hier jede Menge Pilze. Und hier habe ich zum Beispiel einen, den habe ich gerade rausgerissen. Das ist, fangen wir zum Beispiel mit dem giftigsten Pilz an, den wir haben hier. Das ist ein grüner Knollenblätterpilz im Jugendstadium. Im Jugendstadium? Ja. Ja, und den sollte man nicht zu sich nehmen, weil spätestens nach 24 Stunden kriegt man dann arge Probleme, und das ist, der hat ein Zellgift, also das ist Amanitin, und das zerstört die Leber, und da geht man, also die Chancen, das zu überleben, ist schwierig. Das ist wichtig halt, wenn man in die Pilze geht, dass man die giftigsten Pilze kennt und okay, vor allem die Doppelgänger von essbaren Pilzen kennt. Also wie gesagt, das ist der grüne Knollenblätterpilz. Es gibt noch den weißen Knollenblätterpilz, den spitzhütigen Knollenblätterpilz und den gelben. Der gelbe ist nicht ganz so giftig, aber die anderen sind tödlich giftig. Die Pilze, die gehen ja oftmals Lebensgemeinschaften mit Bäumen ein. Ja, richtig. Ja? Das heißt, die Kiefer ist ein bevorzugter Baum, die Eiche, die Buche, die Birke, das sind alles oftmals Mykorrhiza, oder eine Symbiose halt zwischen Pilz und Baum. Das sind alles diese Perlpilze, alles die wir vorhin gesehen haben. Wie man gesagt, erkennt ja auch die Perlen, ja, da drauf. Aber wir wollen zu den Parasolen. Genau. Steinpilze sind oft madig. Das ist das halt schade. Naja, gut. So. Und jetzt könnte man Folgendes machen, um nicht alle rauszureißen, könnte man den mittig aufschneiden und hier mal gucken. Er ist genauso madig. Also da, das ist ja schade. Es ist schade drum, solche tollen Pilze, und ja, das ist aber... Dann wird der da unten, da stehen ja noch mehr da. Ja, da stehen noch mehr. Willst du die mal prüfen eben? Naja, prüfen, ich kann die... Der wird ja noch, wenn du den einschneidest, wird er trotzdem seine Samen rausgeben. Ne? Ja, sicher. Das ist jetzt... Der ist auch madig, ja. Tja, das ist halt schade. Auch madig. Ja, das kann man vergessen. Können wir die Stelle vergessen. Schade drum, aber Steinpilze sind halt... Das ist ein toller Pilz, aber den mögen halt auch die Maden. Ja, hier haben wir eine Ecke mit Parasolpilzen. Im Jugendstadium nennt sich, das ist halt ein Paukenschlägel. Hier drüben sind dann ausgewachsene Parasolpilze, und die werden wir jetzt, wenn die nicht madig sind, werden wir die mitnehmen. Wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Ja. Dann schneid die mal an und dann gucken wir mal. So, rausdrehen tue ich sie zum Beispiel immer, und dann, aber ich, Moment, sehr gut, ja, und dann ist halt immer wichtig, was ich halt mache, ich die schon mal ein bisschen appetitlich sauber machen. Sauber mache. Weil das, mit dem Pinsel, die Pilze, die sollten ja eigentlich nicht gewaschen werden. Weil richtig, dann ziehen sie Wasser. Die ziehen so viel Wasser dann. Und das kann natürlich dann passieren, dass es immer mal ein bisschen knirschelt. Also das lässt sich halt nicht vermeiden. Das macht nichts. Ja. Genau. So. Ja, der klingt hohl. Ja, die Stiele sind ein bisschen hohl. Die Stiele sind auch ein bisschen, was ist holzig. Die muss man nicht unbedingt nehmen, die Stiele. Okay. Wenn sie fest sind schon. Es gibt einen Doppelgänger von dem Parasolpilz, das ist der Safranschirmpilz. Der Safranschirmpilz, der wird an der Schnittstelle wird der Safran rot. Aha. Ist aber auch ein toller, ist genauso ein toller Pilz wie der Parasolpilz. So, guck
Kollegen. Ah, Frank kommt vom Pilzesuchen. Ich komme vom Pilzesuchen. Ah, ja, 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 ja. Oh, das sind aber schöne Stücke, du. Super. Toll. Toll. Wow. Kann man die alle essen? Ja. Das sind die Parasol. Einmal auf jeden Fall. Genau. Wunderbar. Wie wollen wir die denn machen? Mit Öl oder willst du sie panieren? Ich würde sie mit Öl machen. Mit Öl. Kurz und knackig mit Öl zu schnippeln. Und Öl. Wie gesagt, es hat ja gestern geregnet und das sind die natürlich auch aufgedunsen und sehen nicht mehr so schnucklig aus wie vor 2 Tagen oder so. Ich finde, die sehen aber sehr lecker aus. Ja, ja, schon. Ja, normalerweise sind die ja hier viel mehr geschuppt. Und die Schuppen hat es jetzt durch den Druckregen, das war heute Nacht mal, ich habe es bloß gehört, da hat es ja schon mal richtig gegossen und da ist das natürlich alles abgewaschen. Und das ist zum Beispiel beim Fliegenpilz auch der Fall. Die Schuppen, die wäscht es ab. Und die Schuppen, das ist ja vom Grundkörper, also von der Pilz ist ja verkapselt, das ist ja wie eine Kugel. Und die Hautlappen, die Läppchen bleiben auf den kleinen Kugel im Jugendstadium und der Pilz, der Schirm breitet sich ja immer weiter aus. Und da kommt die Fliegenpilz, zum Beispiel vom Fliegenpilz, dann die Schüppchen her. Und das haben ja die meisten Pilze dann so. Ja, den Pilz sammeln. Oh nö, nicht so viel da. Der Koch. Hallo, stehen bleiben. Ah, toll. Ihr seid ja aber schnell hier gewesen von Bad Stür. War das schneller ja. als 15 Minuten? Ich wäre eigentlich, ja, war schneller. Donnerwetter. So, und was habt ihr nun wieder gefahren? 600. Heute haben wir 93. 94,55. Sie fährt immer ein bisschen mehr als ich. Ein paar Umwege mehr. Und gestartet seid ihr in Bremerhaven oder irgendwo da aus in der Nähe? Ne? Also der Erststart war in Bremerhaven, ja. Und sag mir mal ganz schnell die Route. Also grob. Bremerhaven, Cuxhaven, Weller, Wesselbuchener Kog, genau, Aufschlag, Kiel, Lübeck, Wismar, Schwerin und jetzt hier Zislo. Wunderbar. Und hast du auch noch was zu sagen? Nein, aber sie hat alles gesagt. Sie war diejenige, die das Ganze geführt hat. Sie hat die Navigation gemacht. Sie hat das perfekt organisiert. Die Agnes hat mich immer kontrolliert. Und ich bin immer nur hinterhergeradelt und habe kritische Fragen gestellt und genervt. Genau. Sind wir wirklich richtig? Uli, bist du froh, dass die Agnes wieder da ist? Froh, dass nicht da vorne wieder auf die Nase gefallen ist oder sonst wo. Ich habe sie ausgerichtet. Diesmal in Matsch oder was? Zeig mal diesmal das Bild, was du nicht... Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich nicht getraut, die Agnes zu fotografieren. Mit deiner Jacke, sie den Thank you.
Tja, wir haben gerade wunderbare Pilze gefunden, und zwar Parasolpilze. Wir haben hier die Wiesen abgeklappert und haben festgestellt, die Wiesen sind teilweise voll mit Parasole. Na ja, falls man nicht weiß, was Parasole sind, es sind sogenannte Schirmpilze aus der Familie der, ich glaube, Champignons. Oh, oh, ich glaube, guck nochmal nach, aber ich glaube, ja. Und die sind sehr, sehr schmackhaft. Es sind Pilze, die können einen Durchmesser von 40 cm haben und schmecken ganz wunderbar. Wir sind gerade dabei, die Pilze entsprechend zuzubereiten. Und zwar werden wir sie jetzt diesmal in eine Panade aus Semmelbrösel und Ei zubereiten und werden sie direkt in die Pfanne hauen und goldbraun knuspern, braten, ja, knusprig braten. Ja, wir haben uns gerade hier die Pfanne von Jens geholt, die hat einen entsprechenden Durchmesser und wir hoffen, dass wir zwei von diesen Parasolpilzen hineinbekommen. Und dann werden wir sie uns munden lassen, wir freuen uns schon drauf. Das riecht schon so wunderbar. Oh, herrlich. Das sieht ja aus wie weißes Hühnerfleisch. Ja, genau. Ach, ich kann es kaum erwarten. Dann noch gut gewürzt. Der Parasol ist der Speisepilz von 2017 gewesen. Das war der Speisepilz des Jahres. Aber der schmeckt auch 2021 noch. Ganz wunderbar. Das ist so eine typische Antwort, vergleiche, was weiß ich, Fichtenzapfenrüebling oder so. Ja. Weil die dürfen eigentlich nicht sagen, oh ja, das ist ein Parasol, den kannst du essen, der schmeckt besonders gut, weil das ist verboten. Ach so. Ja, du kannst nicht per Netz irgendwelche Pilze bestimmen, dann bist du dafür verantwortlich. Ja, ja, das wird aus Selbstschutz heraus keiner tun, ne? Also da ist es ein Grund, dich aus der Gruppe rauszuschmeißen. Aber sie sind essbar. Nee, wissen wir nicht. Wir wollen es einfach wissen. Also Lamellenpilze finde ich sehr schwierig, außer Parasol. Ja, Parasol ist eindeutig. Also ich bin ja der noch lebende Beweis. Ja. Gestern hat er zwei gegessen. Das und gut da, überstanden. Der ist jetzt leider nicht mehr frisch, der ist von gestern. Das ist ein Erlen. Was habe ich gesagt? Erlengrübling. Aber weiß der jetzt denn nicht, der Frank doch? Und der war doch nee, mit. Den kannte er auch nicht gestern. Ach so. Den habe ich ja auch gestern schon gefunden. Sieht aus wie der Erlkönig. Erlengrübling und da habe ich gar nicht gedacht, oh guck mal, der hat keine Lamellen und die sind fast alle essbar. Und dann habe ich zu Hause den jetzt, also hier vorm Stimmen. Genau bestimmt. Habe ich auch manchen, noch gar keine Lamellen. Nee, sind keine Lamellen. Habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist, wenn man mit der Lupe guckt, sieht man vielleicht Poren ne, oder so. Und dann habe ich gelesen, Erlengrübling steht unter Naturschutz, nicht pflücken. Nicht pflücken. Außerdem hat einen zum wissenschaftlichen, als wissenschaftliches Interesse. Mein kleines Boot, bald bist du wieder flott und ein Endparallel. Stopp mal, Bernd, halt mal. Wo willst du hin? Ja, ich möchte in die blaue Weite. In die blaue Weite? Ja, also ich will mich ein bisschen jetzt mal wiegen lassen. Ich habe jetzt eine ganze Menge am Auto getan. Wir haben viel gekocht, wir haben Pilze gesammelt und jetzt möchte ich endlich mal meiner eigentlichen Bestimmung wieder zugeführt werden. Und die heißt, auf den Wellen mich zu wiegen. Ja. Also ich werde jetzt meine kontemplative Paddelpause einlegen. Also Pause. Jetzt geht's richtig los. Jawohl, viel Spaß. Danke. Ich bin Hannes Lindemann. Ich bin schon mal über den Atlantik gepaddelt. Hab das Buch geschrieben, allein über den Ozean. 72 Tage war ich unterwegs. Und was ist jetzt aus mir geworden? Das reicht gerade für eine halbe Stunde. So, es geht los. Thank you.
Ich habe diesmal versucht, die Stille der Natur zu erahnen. Ich bin ziemlich weit rausgeschwommen. Oh, geschwommen, ja, dann schwimme ich auch schon. Ja, auf dem Wasser bin ich mit dem Boot geschwommen. Und habe einfach kontemplativ habe ich versucht, jetzt hier die Stille einzufangen, die mir nicht immer vergönnt ist. Ich muss sagen, ich kehre gestärkt wieder zurück. An Leib und Seele. Und jetzt trinke ich mir ein Bier. Für den Leib. Für die Seele habe ich ja schon einiges getan. So. Wir werden unser Boot jetzt aufbauen. Wir haben es noch nicht aufgebaut. Die Segeln wird es für heute nicht mehr werden. Okay. Unser neues Pavillon mit angebautem Schlafboot.
Wir hatten ja sonst immer so ein kleines Zelt. Du siehst, wir sind jetzt neu. Diesmal haben wir nicht unser kleines Wanderzelt mit extra Pavillon, sondern haben unser Pavillon gleich am Zelt dran. Hat den Vorteil, man muss die Hausschuhe nicht ausziehen, wenn man vom Schlafzelt zum Pavillon geht. Die das neue Zelt ist für uns ein Qualitätssprung. Ihn verlasst jetzt. Darf ich da mal reingehen mit der Kamera? Also so vorne. Ja, kein Fußboden, da kann man ja gut mit Schuhen rumlaufen. Ja, wir haben und da sieht man sie auch. Ja. Oh, Glück gehabt. Ich wollte ihn ja gerade lassen. Wo willst du denn hin heute mit deinem Schiffchen? Oh, mit Andreas und Christian ein bisschen auf dem See hin und her. Kein bestimmtes Ziel? Nein, nur, nein. Nur Windbergsegeln? Genau. Oh, ist in Ordnung. Dann wünsche ich mir viel Spaß, ne? Ja, ja, danke schön. Was macht ihr hier? Wir haben ein Endlosseil gespleist. Also zugeschaut. Fasziniert. Wer ist das denn von euch, der Spleißer? Du? Hast ja, du gespeist? Ja. Der Profi. Hast du hier was, das du tiefer gehst? Ist er das, der letztes Jahr die Verletzung hatte? Ja, ich kann. Ja. Weil die sind zu hoch. Kein Problem. Die müssen hier sein. Ja. Vor zwei Jahren war das schon. Kein Problem, aber man muss auf die Seite liegen. Das ist ja kein Problem. Ich habe die Nehmer, ich denke, ich muss prüfen. Ich habe nicht viele Seile mitgebracht jetzt, aber die nehmen wir nicht. Hast du eigentlich Narben nachbehalten durch deinen Unfall? Ja, das ist so. Oi, das ist aber gut weggegangen, ne? Ja. Ich habe jetzt noch zwei Boote geblieben, das liegen und gepackt auf mein Lager. Vielleicht jemand möchte dieses Boot zwischen Sport und Reisekajak zu haben, weil sie meistens jetzt produzieren nur so Reise, Breite und alles. Und diese bisschen gibt es nicht, weil das ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Stabilität zwischen Sport und Reise. Nicht alle Leute mögen das, aber wenn man richtig. Du rüstest schon jetzt hier das Segel auf, weil hier im Moment ist ein bisschen windstill. Da geht das. Am Wasser ist das ein bisschen so eine Fummelei. Hier geht das besser. So. Schön. Mit dem Smartcut geht das ja mal sehr schnell. Zack, zack, zack. Ist man fertig damit. Und muss das hier unten auch noch fest? Abfahrt. Das ist ja genau. Dankeschön. Jetzt geht's wieder los. Leider bei wenig Wind, aber besser wenig Wind als gar kein Wind. Wollt ihr mal rüber nach Plau? Oder? Wir wollen mal rüber nach Plau. Drei sind schon unterwegs. Wir versuchen, die noch mal zu erreichen. Viel Spaß. Dankeschön. Deine anderen Werke hast du nicht mehr da. Das Lübeck ist da. Lübeck hast du noch da? Lübeck liegt da. Lübeck, guck mal, was sie da liegen hat. Zeig mal, ich kann das nicht, wenn ich gleichzeitig fliege. Ganz ruhig halten. Nee, hier, da wo du dein anderes hast. Da saßen wir am Ufer, was haben wir getrunken? Wird doch nicht Aperol gewesen sein. Genau. Du hast Talent. Das ist schön. Hallo, liebe Grüne.
Wunderbar. Jetzt darfst du noch einmal hier reinlächeln. Also der Film, das war von 2021 und wir haben uns gestern angesehen. Nein. 21 haben wir dies Jahr. Ja. Dann ist er, wäre aber schnell gewesen. War da nicht? Ja, okay. Der war dann war es 20. Okay. Vom letzten Jahr. Das war doch ein Gag. Nee, war also, gut schöner gemacht, Film, also. Wirklich. Also hat uns wohl sehr gut gefallen. Freut mich. So. Und ihr wart doch auch sehr gut, du da mit deinem Segel. Ja, richtig schön drauf. Ja, 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 waren eigentlich alle dabei. Ja, wir sind eigentlich alle recht gut. Wir wollen einfach so ein bisschen hin und her kreuzen, ist ja kaum Wind. Aber Ende der Woche soll es gut werden. Donnerstag, Freitag soll richtig viel Wind kommen. Da bin ich schon fast auf Mallorca. Ah, hast du es gut. Auch schön. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, wie das Wetter wird, ne? Ja. Fragt nämlich und dann bist du es auch nicht. Ne? Ja. Ja, oder deine Frau, ne? Ja. Oder? Ja, wir gucken dann auch da, oder wo wir auch. Oder würdest du die nicht fragen? Jetzt kannst du es ja zugeben. Hm? Würdest du die nicht fragen am Wetter? Hat es zu lange gezögert? Hat zu lange gezögert? Also nicht. Das ist was Interessantes bei dem Smartcard hier. Das musst du mal gucken. Der hat das Ruder nach hinten verlegt. Und ich hatte mich damals für den Evo entschieden, weil das, was ich will, dieses Reisen mit am Strand genau. Und so weiter und weiter segeln, kriegst du mit dem Evo eben besser hin, weil er größer, weil du mehr Platz hast. Ja. Und du kriegst das Zubehör, Gepäck mehr und alles, was ja, nur, oder? Du hast ja, du weißt ja, wie mein Floß aussieht. Ja, ja, aber sehr effektiv zum Reisen. Mein Flüchtlingsboot. Ich wollte jetzt mal meinen Motor testen. Und ja, ja. Der ist ja eigentlich kaum Wind jetzt, ne? Ja, deshalb, ja. Da gibt es jetzt mal die Möglichkeit, mal den zu testen. Viel Erfolg. Der neue kleine Krieger. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja, mal schauen, ob er überhaupt läuft. Ich bin selbst in großer Erwartung. Sinnigerweise habe ich jetzt zu spät. Ich habe ihn schon gerade mal kurz laufen lassen. Er hat auch Kraft gemacht, ja, aber ich weiß nicht, welche Leistung ich da rausholen kann. Er sage und schreibe 1,2 PS aus 38 Kubikzentimeter Hubraum. Soll ja, auch nur einen halben Liter Superbenzin verbrauchen pro Stunde. Ja, das Wetter ist heute mittelprächtig bis sehr gewöhnungsbedürftig. Die ersten kommen rein, wahrscheinlich weil sie zu viel Wind hatten. Aber da können wir wenigstens ein bisschen Feuer machen heute Abend, wenn es so bleibt. Ja, genau, heute Abend geht es wieder mit dem Heizen. Das ist eine sehr gute Sache. Ja? Das ist Gemütlichkeit pur. Ja, mein Feuer meinst du? Bei der Kälte. Ja. Eine Feuerschale, die du da zum Einsatz bringst. Hallo, Volker! War zu viel Wind heute, ja? Ja, zu viel. Zu viel, ja, ja. Und ich hätte hier keinen Parkplatz. Du weißt. Das ist ja nur die letzten Jahre ein Problem. Ja, ja. Genau, was es war zu wenig Wind und wir wollten jetzt mal sportlich segeln. Das hat nur bedingt geklappt, aber es kommen ja noch ein paar Tage und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das klappt. Das heißt, sind Sie jetzt alle draußen? Ja, ich glaube, einer fehlt noch. Wo warst du jetzt? Ich habe meinen Wahlbrief eingeworfen.
Ich musste mir meine Briefwahlunterlagen zuschicken lassen, weil ich so früh weggefahren bin, dass die noch nicht da waren. Und meine Frau nicht weit und kam jetzt erst dann gestern hier an. Die hat über 8 Tage gebraucht, bis sie hier oben waren. Ich hoffe, dass sie rechtzeitig dort sind. Ja, das wird schon klappen. Die Deutsche Post ist ja schnell. Du auch raus? Irgendwas Besonderes vor, testen, ausprobieren? Oder nach Blau rüber zum Einkaufen? Mal eine halbe Stunde, was wir noch umgebaut haben, ob das alles funktioniert. Meine Pumpe geht nicht mehr. Möchtest du noch was sagen? Thank you.
was ich einstellen muss. Warte, ich fahre eben zur Seite. Nichts Richtiges, einfach nur mal Segeln warm machen, gucken, ob alles funktioniert. Der Motor ist neu, damit kenne ich mich gar nicht aus. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Also ganz was Neues. Schön. Ja. Viel Spaß. Ja, danke. Wo warst du? Ja, mir in Plau. Warst du drüben in Plau oder wo? Nee, noch niemals bis zur Hälfte geschafft. Da ist mir, glaube ich, die Kopffallklemme rausgerutscht. Muss ich mal gucken, oder irgendwas ist kaputt gegangen. Und einmal war das Segel unten. Okay, das ist ja nicht schön. Ich habe gerade ein bisschen Manöverkritik angesagt. Holst du sie mal hinter dich, Uli? So. Und jetzt hier am Tisch stehen lassen. Das ist zu schön. Du kannst aber schon gut damit umgehen.
Oh, der macht voll Wind. Auge, Auge. Ja, ja. Stehen lassen. Komm mal weiter hin. Das war scharf. Perfekt. Aber noch drauf. So, ich bin hier mit Angelo unterwegs, wieder mal um die Weltmeere zu durchkreuzen. Wir sind jetzt hier am Blauer Meer angelangt. Wir versuchen jetzt Kurs zu halten auf unser Ziel, da wo es die besonders hübschen Mädchen geben soll, nämlich auf einer Insel, die wir jetzt verzweifelt suchen. Ja, ich werde jetzt mal sehen, hier ist die Seeräuber, die drei Seeräuberfahne, drei Beuterfahne, ich korrigiere mich. Und hinter mir ist jetzt der Chef der Freibeuter. Hallo Angelo, Sir. Wie geht es? Ahoi. Ahoi. Mir geht's gut. Wunderbar. Wo geht es hin? Immer nach Norden. Immer nach Norden. Immer nach Norden. Hervorragend. Hervorragend. Ja, wir werden jetzt mal sehen, was wir für Beute machen können. Wir nehmen jetzt Fahrt auf. Unter uns sind die Galeeren, Sklaven. Die müssen jetzt richtig rudern, weil sie jetzt die Peitsche kriegen. Jo! Jetzt sind wir Wasser zu fahren. Okay. Ich war mit dem Angelo um Wasser und wir waren fast die einzigen auf dem Wasser. Etwa traumhaft. Wetter war natürlich, sagen wir mal, durchwachsen. Wellen waren relativ hoch. Ich bin ziemlich nass, ich habe leider keinen Trocki dabei gehabt. Ich habe einen nassen Hintern. Ja, wo waren wir? Wir sind gekreuzt. Also hin und her gekreuzt, dann hier immer schön am Ufer entlang. Und ich muss wirklich eins sagen, der Angelo ist ein geborener Pädagoge. Der hat eine Geduld, wenn er einem etwas erklärt. Ja? Und er erklärt es auch nochmal für die ganz Blonden. Ja? Und hat mir alle Fachbegriffe wieder gesagt, ich bin wieder auf dem neuesten Stand. Ja? Also war klasse. Immer wieder gerne mit ihm. Ja, ja. Grüß dich, hey. Hallo. Na? Grüß dich auch. Alles gut? Und? Ja. Bei dir auch? Ja, alles bestens. Ich darf wieder mit euch Kamera spielen, ne? Warst du schon im Wasser? Nee. Bevor ich dann ein Knallchen kriege. Ja. Und Christel. Wann bist du gekommen? Hattest du eine gute Fahrt? Heute früh. Also ich bin bis kurz vorher aber auf dem Autobahnparkplatz geschlafen. Dann bin heute früh daher. Das ist bloß noch ein paar Kilometer. Bist gestern schon weggefahren? Ja. Hey Mensch, gerade gekommen. Ja. Nee, nicht heute Nacht gekommen. Um 11 Uhr nachts angekommen, im Auto geschlafen und jetzt richtig angekommen. Ne? Du
morgen hat es 7 Windstärken, da hat er gehört und dann hat er gesagt, jetzt muss ich doch noch herfahren. Genau, 7 Windstärken möchte ich mir nicht verkneifen, wobei ich das Boot ja gar nicht dabei habe. Ja, aber du hast doch hier die Auftriebskörper da schon. Ich denke, man unter die Räder gemacht, ey, und dann, genau. Dann kommst du noch ins Surfen bei 7 Windstärken, kommst du noch ins Surfen. Aber es ist ein tolles Auto hier, nicht? Ja. Richtig kleines Expeditionsauto. Kleines, ne? Baby-Spielzeug. Hast du es neu gekauft? Nee, habe ich gebraucht bekommen. Aber Morgen. Jetzt erst, oder? Neu gibt es sie gar nicht mehr. Habe ich letztes Jahr gebraucht bekommen. Neu sind sie leider nicht mehr zu haben. Ich bin eben kurz zur anderen Seite gesegelt und wieder zurück, um zu gucken, welche Fehler ich überall reingebastelt habe. Man muss ja erstmal bei der Jungfernfahrt schauen, dass alles in Ordnung ist. Was trinkt Dani hier? Von der Mosel. Von 4 Winzer. Ach, Dani, was trinkst du da Gutes? Naja, 3 Flaschen in 2 Wochen ist doch nicht Afrika viel. Rock. Es war ein langer Abend heute, offensichtlich. Nein, gestern Abend, das ist von 2 Wochen ist das. Ja, klar. Huch. So, jetzt lohnt sich das wenigstens. Auf, auf. In Danke. So, dann wollen wir mal. Gut. Gut, Müll. Mach's gut. Das ist das Treffen, was kein Treffen ist. Und es sind trotzdem jede Menge Leute gekommen. Und es kommen auch noch, wenn ihr morgen fahrt, jede Menge Leute. Das wird hier alles noch voll werden. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch Himmelfahrt nächstes Jahr das Treffen wieder aufleben lassen. Auch wenn es kein Treffen ist, ja. Kommen wir eben halt alle als reine Privatleute. Wetter nicht so, aber alles in allem war es Urlaub. Ja, es war Urlaub. Weil ich habe, im Grunde genommen, habe ich ihr diesen Urlaub sozusagen verschönert, indem ich einfach in ihrer Nähe war. Ja. Und jetzt sagen wir einfach Tschüss, ja. War ganz toll und nett mit euch. Hab mich gefreut, dass wir nebeneinander standen. Ja, mit dir auch. Also eine ganz, ganz angenehme, interessante Nachbarschaft, die wir wieder mal hatten. Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Jawohl. Und dir wünsche ich alles Gute, dass das alles gut geht. Danke. Ne? Und vergesst dein Feuerchen nicht, dein Flackerchen. Nee, das ist unser zentraler Mittelpunkt. Ja, da müssen die jetzt drauf aufpassen. Natürlich. Ne? Macht's gut. Du auch, Danny. Komm gut nach Hause. Tschüss. Danke. Macht's gut. In the last day.
Fade a seed, and here were the clues.